Servus und hello again, hier ist wieder der Martin mit einem neuen Let's Play. Wir starten ein World League Save. Schweres Wort um diese Zeit. Ich freue mich darauf, einen Verein, einen meiner Lieblingsvereine, hoffentlich bald nach oben zu führen und wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß dabei. Natürlich würde es mich freuen, wie immer, der Hinweis auf meinen Kanal, wenn ihr mir ein Abo dalässt oder ein Daumen nach oben, ein Daumen nach unten oder mir einfach irgendeinen Kommentar dazu schreibt. Und jetzt gehen wir direkt ins Spiel. Viel Spaß! Ja, wie soll es anders sein? Natürlich übernehme ich den MSV Duisburg. Neben Augsburg und Bayern ja mein absolutes Lieblingsteam. Die Struktur der Liga sieht so aus. Also in diesem Pfeil, das nennt sich Mundialito, habe ich auf FM Scout was, glaube ich, gefunden. Ist es so, dass wir hier 10 Divisions haben. Hier zum Beispiel die erste Division. Da spielt Milan, Lissabon, Dortmund, Barcelona, Bayern, Chelsea, Liverpool, Juventus, Madrid, Neapel, Tottenham, Valencia, also um nur einige zu nennen. Natürlich die Top Division. In der zweiten Division dann Ajax, Monaco, was haben wir denn hier, interessante deutsche Teams, Leverkusen, Gladbach, Leipzig, Hoffenheim und Wolfsburg. So geht es dann weiter, das heißt es sind genau 1240 Teams in 10 Levels und es gibt immer einen Auf- und einen Abstieg und es gibt natürlich auch Pokalwettbewerbe. Wir sind in der 8. Division, unter anderem mit in der Gruppe A der Division 8, das heißt, das sind die Teams, gegen die wir uns behaupten müssen. Ajaccio, Austin, Charlton sagt mir jetzt was, Jewel Garden kenne ich, Maribor habe ich schon mal gehört, Orlando Pirates, der Major League Soccer, das sind die Teams und wir können uns mal die Regeln ansehen, das heißt, das Ganze sieht so aus, wir bekommen 3 Punkte für einen Sieg, war zu erwarten, wir bekommen einen Punkt für ein Unentschieden. Es sind 38 Spiele, also 160 Teams in diesen ganzen einzelnen Divisions, also in der Division 8 insgesamt 160 Teams, 38 Spiele müssen wir machen. 7 Auswechselspieler nominierbar, 3 sind einsetzbar, keine Probespieler erlaubt. Da Nominierungsregeln kennen wir, Videoassistent bei allen Spielen, 4 gelbe Karten bedeuten ein Spielsperre. Dann gibt es halt noch auch diverse Tätigkeiten und so. Aufsteigen in die Division 7 tun die ersten 4. Absteigen in die Division 9 sollten die letzten 4. Transferfenster haben wir auch vom 1. Juli bis zum 31. August und dann wieder vom 3. Januar bis zum 2. Februar. Unsere Ziele, das heißt der Vorstand möchte, dass wir einen mutigen Kampf gegen den Abstieg schaffen. Dann schauen wir uns mal unseren Gegner am ersten Spieltag an. AC Ajaccio ist ein Team, wo es keine Chronik gibt, 1910 gegründet. Nationale Ligen, also die spielten bisher in der Dominos League 2. Das ist ein französisches Liga 2 Team. Medientipp sind sie 9. Also eigentlich ein ja, eher besseres Team in der unserer Liga. Eine interessante Statistik sind die Wettquoten auf den Torschützenkönig. Hier sehen wir Hulk Hogan ganz vorne. Und wichtig ist es ja in diesem Safe auch in den Pokalwettbewerben weiterzukommen, denn da gibt's Kohle. Und dann geht's los. Hier nochmal der Vorbericht von unserem Pressesprecher Ajaccio gegen den MSV Duisburg. Favorit ist Ajaccio mit einer Quote von 2,20. Wir haben 3,00. Und die Aufstellung haben wir auch. Hier sehen wir sie. Weinkauf, die Viererkette Sicker und Sauer außen, Volkmar und Schmidt. In der Innenverteidigung davor Jansen, Kamavuka, Stoppelkamp rechts, Engin links, Krempiki im, ja, als zurückgezogene Spitze und vorne Ademi. So hat mir der Trainer jetzt vorgeschlagen, so starten wir. Dann gab es noch eine Pokalauslosung. Zur Erklärung, es gibt einen Cup, der die Mannschaften der 7. und 8. Division beinhaltet. Das ist der Copa de Origens. Da spielen wir nächste Woche dann, also gleich das 2. Spiel. Der Verein sagt mir auch wieder nichts. Und dann gibt es noch einen Copa de Mundialito. Da sind alle Teams dabei. Das heißt, da können wir halt dümmlicherweise auch gegen ein Top-Team spielen. Wir spielen gegen die Blackburn Rovers. Die sind Division 7 Mitglied.
Könnte ein Klassiker werden, erwarte ich jetzt auch nicht so viel, da wir auch noch auswärts spielen. Und dann sind wir am Spieltag angelangt. Wir sehen hier die Paarungen. Ajax eben gegen uns. Gut, bei den ganzen anderen Vereinen, wie gesagt, da ist am Anfang noch wenig zu sagen. Ein paar kennen wir, ein paar kennen wir nicht. So, hier also die Übersicht. Division 8, der 10. August 2020. Ajax gegen den MSV Duisburg. Hier die Aufstellung des Gegners, ein 4-4-2. Kurte, 11. Minute und da ist es auch schon passiert. Das 1-0 für unseren Gegner. Hatten wir noch vorher die Chance und dann klassisch ausgekontert. Kurte setzt sich da durch, an Volkmar geht er vorbei. Und dann gehen wir auch schon in die Halbzeit. Ballbesitz 48 bei uns, 52 beim Gegner. Allerdings haben wir wahnsinnige 0 Schüsse abgegeben und auch nur eine Ecke gehabt. Dafür 7-mal gefoult. Angekommene Pässe 90-91. Wir liefern keine gute Leistung ab. 68. Minute. Wieder Ajaccio. Und da ist es. Wieder Kurte, das 2-0. Kurzer Pfosten war es auch noch, aber ich glaube nicht, dass man da reinkauft. Großartig den Vorwurf machen kann. Nuri. Ja. Kann er nichts machen. Und das 3-0. Kurte mit dem Hattrick. Nochmal die Situation. Huart legt den weiten Ball. Kurte läuft. Schmidt-Weiß davon. Und dann, ja, wenn wir so weiterspielen, dann müssen wir unbedingt was in der Verteidigung tun. Ich bin ja ein Verfechter der Null, die hinten stehen soll. Mit Zicker und Zick Sauer haben wir eigentlich, glaube ich, zwei ganz gute Außenbahnspieler. Das sieht man zwar heute jetzt auch nicht so, aber... Und das war's. Spielende, wir verlieren 0-3, unser erstes Spiel. Unser XG-Wert liegt bei 0,23, das ist natürlich äußerst besorgniserregend. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Und hier sind die anderen Ergebnisse zu sehen. Tabellenführer, jetzt Ajax, unser Gegner, mit Vorskla Poltava, Mirandes, Djurgården. Dann schauen wir auf unseren nächsten Gegner. Im Pokal müssen wir gegen Zaykur Rizespor spielen. Und dann geht es auch schon ins Pokalspiel der Copa dos Origines, also der Pokal der 7. und 8. Division Teams. Dann die 22. Minute, Sika, Engi, Vermaay, der Vizekapitän, ja. Kamawaka, Kamawaka, mein Sohn fragen, wie der genau heißt. Doppelkampf auf Sig Sauer. Und jetzt, yeah. 21. Spielminute. Vincent Vermaay, das 1-0. Natürlich auch der erste Saison vorgegeben. Doppelkampf auf Sauer. Vicky müsste den Assist bekommen. Und Vincent Vermaay mit dem Assist. Noch der Ausgleich. Donza, Gottfried Donza, sein zweiter Treffer. Haben wir jetzt in der Innenverteidigung nicht ganz so toll ausgesehen. Volkmar, der auch schon gelb hat. Nummer der Wahl Remy. Und dann ist es Donza. Halbzeitstand ein 1-1. Wir sehen 85% unserer Pässe. 92% unserer Pässe sind angekommen. Mehr Ballbesitz für uns. Zwei gelbe Karten, Volkmar und Engin. Wir liefern eine gute Leistung ab. Unser Wert ist höher als der des Gegners. Los geht's. Zweite Hälfte. Dann die 54. Minute. Sauer beim Einwurf auf Doppelkampf.
Ein Picky. Oh, knapp daneben. Chance lebt noch, würden die FIFA-Kommentatoren sagen. Uff. Ach, Weinkauf. Stoppelkamm. Setz dich durch. Der Captain. Ach, wieder. Chaikuru. Was für ein Bock, aber wer mei. Die Verlängerung. Nichts mehr passiert. Wir haben mehr Ballbesitz, 57% zu 43. Unser XG-Wert liegt bei 1,35. Das ist schon eine deutliche Steigerung zum letzten Spiel. Und die erste Hälfte der Verlängerung. Chaikur im Angriff. Dann Stoppelkamp gelb, 97. Minute. Weiter Ball. Oh, Bulut setzt sich durch. Und da ist das Tor. Das 2:1 für Chaikur. Gut, Chance waren da. Dann die zweite Hälfte der Verlängerung. Jetzt müssen wir alle nach vorne werfen eigentlich. Sind eh schon offensiv ausgerichtet. Schmidt setzt sich durch. Oh, ist schnell der Jansen. Doppelkamp. Jetzt hat außen läuft. Sauer. Jetzt eine schöne Flanke. Eieieiei. Remy, der Angriff. 112. Minute. Aber. Und jetzt ist es die Entscheidung. Nein, er trifft nicht. Rutzkar. Und das ist aber der letzte Angriff. Immer noch 2:1 Rückstand. Der Picky. Und der Apfel. Ja, zweites Spiel, zweite Niederlage. Unser XG war höher bei 1,35, aber du musst halt auch die Tore machen. Ja, und damit geht der erste Teil unserer neuen Serie zu Ende mit dem MSV Duisburg in der World League. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder vorbei. Lasst mir bitte auch ein Abo oder ein Feedback da. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.